Toms Lackierwerkstatt. Guten Morgen, Ben. Was hast du denn heute vor? Du fährst zu Toms Lackierwerkstatt? Fantastisch. In welche Figur wirst du dich verwandeln? In einen Löwen? Nicht wirklich. Das ist ja so cool. Warte mal. Toms Lackierwerkstatt liegt in der anderen Richtung, nicht wahr? Hallo Tom, bist du bereit, Ben in einen Löwen zu verwandeln? Sollen wir reingehen? Großartig, auf geht's! Was sollen wir als erstes machen, Tom? Wir werden Ben mit Löwenfarbe einsprühen? Großartig, dann suchen wir mal die richtige Farbe. Gelb? Nein? Okay, wie wäre es mit Braun? Du hast eine Idee? Was denn für eine? Du willst die beiden Farben mischen? Großartige Idee! Das ist die perfekte Farbe. Sind wir fertig mit Malen? Noch nicht? Okay. Fantastisch. Was brauchen wir noch? Eine Mähne. Wow! Fehlt uns noch etwas? Ohren. Großartige Idee. Gibt es noch etwas? Eine Nase. Die wird auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Noch eine letzte Sache, Tom. Perfekt. Hervorragende Arbeit, Tom. Bist du zufrieden mit deiner Verwandlung? Du bist zufrieden? Großartig! Tschüss, Ben! Tschüss, Tom! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns! Toms Lackierwerkstatt. Hey Jungs, Rocky, du siehst wirklich aus wie Buzz Lightyear. Du möchtest so angemalt werden wie Woody, damit du zu ihm passt? Großartige Idee. Tom, Klein Tom möchte so aussehen wie Woody, der Sheriff.
Schaffst du das? Was kommt als erstes, Tom? All diese Farbe ist für Klein Tom? Richtig. Ist das eine Kuhfell-Lederweste? Was kommt jetzt? Ich frage mich, wofür das wohl ist. Ich verstehe. Dein Hemd ist kariert, Klein Tom. Großartig! Du hast sogar Woodys blaue Jeans mit seinem Gürtel. Wofür könnte das wohl sein? Es ist Woodys Sheriffstern, natürlich. Tolles Versteck, Tom. Wow, dieser Cowboy-Hut ist wirklich perfekt. Klein Tom, du siehst genau aus wie Woody. Es ist fantastisch. Hey Rocky, schau mal. Du und Klein Tom, ihr seid das perfekte Paar. Tschüss, Klein Tom. Viel Spaß mit deinem neuen Aussehen. Tschüss, Tom. Tschüss, Rocky. Toms Autowaschanlage. Jerry scheint fürs nächste Rennen zu trainieren. Und wenn er so gut fährt wie jetzt, wird er garantiert gewinnen. Aber die Kampfrichter sind bestimmt nicht beeindruckt von all dem Matsch auf seiner Farbe. Keine Sorge, Jerry. Du hast noch jede Menge Zeit, um zu Toms Waschanlage zu fahren. Hey, Tom. Jerry braucht eine gute Autowäsche vor dem großen Rennen heute Nachmittag. Kannst du helfen? Großartig. Jerry, du kannst schon mal reinfahren. Tom wird von seinem Kontrollraum aus die Maschinen bedienen. Fangen wir damit an, Jerry mit etwas sauberem Wasser abzuspritzen. Aha.
Zwar ist immer noch eine Menge Matsch auf Jerrys Lackierung. Da werden wir aber eine Menge Seife brauchen, um den runterzukriegen. Du siehst mit jeder Sekunde besser aus, Jerry. Zeit, dass die Walzen ihre Arbeit verrichten. Na, dann wollen wir mal die Matschflecken wegbürsten, Jerry. Du hast recht, Tom. Die Bürsten könnten Jerrys Lack zerkratzen. Wir benutzen besser die Schwämme. Bereit, Jerry? Hervorragende Arbeit. Oh, warte mal kurz. Du musst auf jeden Fall noch deine Zähne putzen. Da hängt Dreck zwischen. Weit aufmachen, Jerry. Hier kommt die Bürste. Also, das nenne ich mal ein Gewinnerlächeln. Dann bringen wir dich mal in die Trocknung. Bleib einfach stehen, Jerry. Du bist jetzt in der Trocknung. Gute Idee, Tom. Eine Wachspolitur hält Jerry auch während des Rennens sauber. Also, du siehst auf jeden Fall schon mal wie ein Sieger aus, Jerry. Jetzt solltest du besser schnell zu deinem Rennen fahren. Na, was hält man davon? Die Sonne ist rausgekommen. Vielen Dank für deine Hilfe, Tom. Viel Glück bei deinem Rennen, Jerry. Toms Autowaschanlage. Matt, das Polizeiauto fährt ganz schön schnell. Sicher muss er zu einem Notfall. Wow, ist er dreckig. Was ist denn passiert, Matt? Du hast einen Raser verfolgt, der einen Mülleimer umgekippt hat? Na, das erklärt, warum du es so eilig hast, zu Toms neuer Waschanlage zu kommen. Na, dann wollen wir dich mal säubern, Matt. Fahr Tom hinterher. Was kommt als erstes, Tom? Wasserstrahlen, um den groben Dreck wegzuspülen. Jetzt müssen wir irgendwie diese Flecken wegkriegen. Du willst Tom ordentlich einschäumen, damit er sauber wird und gleichzeitig gut riecht?
Okay, Zeit, diese ekligen Stellen wegzuschrubben. Bereit für die Bürsten, Matt? Okay, dann spülen wir mal den Schaum ab. Bleib, wo du bist, Matt. Tom schaltet den Föhn an. Es sieht so aus, als würde dir das gefallen, Matt. War's das, Tom? Hast du Mads Reinigung beendet? Gute Idee. Das Schaumbad war gut, aber mit ein bisschen Deodorant kriegen wir auch noch die letzten unangenehmen Gerüche weg. Wow, Mad! Du siehst brandneu aus. Und gut riechen tust du auch. Matt ist wirklich froh, dass er wieder sauber ist. Vielen Dank für alles, Tom. Warte mal, was hat Tom denn gesehen? Oh oh, eine Bananenschale. Vorsicht, Matt! Oh nein, er fährt auf den Müllcontainer zu. Hast du ein Glück, der Container war leer, Matt. Bleib sauber! Bis zum nächsten Mal, Tom.